September in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Es regnete stark und es wurde früh dunkel. Damals war in unseren Breiten noch keine Sommerzeit eingeführt. Vor dem ersten gemeinsamen Nachtmahl der vielleicht 300 Zöglinge mussten wir in dem riesigen Speisesaal, ja, noch nie hatte ich in einem Saal gesessen, war überhaupt in keinem so etwas wie in einem Saal gewesen, es sei denn im Turnsaal. Allesamt aufstehen und den vor dem geistlichen Präfekt vorgebeteten Segen nachsprechen. Sehr lange war dieses Gebet, oder es kam mir bloß so vor, wohl auch deshalb, weil ich schon all die Zeit seit der Ankunft im Internat am frühen Nachmittag darauf ausgewiesen war, meine Notdurft zu verrichten. In dem weitläufigen und verschachtelten Gebäude einem ehemaligen Schloss, aber die Toilette nicht fand, auch gar nicht suchte und fragen, wie soll das gehen? So standen wir Neulinge, Wildwüchslinge aus den entferntesten Landwinkeln und standen und beteten nach und der kalte Abend klatschte jenseits der verschlossenen Refektoriumstüren heftig auf die Kieswege draußen im Schlosshof. Wo? Oder täusche ich mich? Dazu noch der Schlossspringbrunnen dazwischen plätschert und wenn wir uns niederlassen könnten, auf die Bänke an den langen Esstischen. Doch nein, stehen geblieben, weiter beten und als wir uns endlich setzten, flutete etwas, so wie ich meinte, Unübersehbares von all den Heranwachsenden am Tisch beäuchtes über den schönen alten, von vielen Lustern bestrahlten Schlosssteinboden, meanderte vor aller Augen von Bankbein zu Bankbein und weiter von Tischbein zu Tischbein, klammnass wie an den Beinen vom Schritt an, die neue Hose ja, für den neuen Lebensabschnitt, ebenso wie unten an den Füßen die mehr oder weniger nagelneuen Schuhen. So bin ich sitzen geblieben. Bis ans Ende des Nachtmahls, starr, essend also, tuend also. Danach freilich kaum zur Tür hinaus, bin ich auf der Stelle aus dem Massengedränge ausgeschert, weg, weit weg, in den finstersten Winkel des Arkadenhofs. In der Erinnerung stehe ich endlich im Lichtlosen an einem Pfeiler gelehnt und weiß, in solcher Fremde im Wortsinn weder aus noch ein. Weder hinaus ins Freie war denkbar und nicht bloß wegen der versperrten Tore und des herabstürzenden Regens, noch zurück zu den anderen, meinen Altersgenossen, in die studierten Schlafsäle für immer hatte ich mich bei denen dort unmöglich gemacht.